Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem, ja, Update-Video zu den PvP-Builds im Dragonhold-Update. Ja, Dragonhold ist jetzt offiziell draußen, das heißt, auch die PvP-Builds werden, ja, wieder sprießen. Ich will ganz ehrlich sein, PvP-Builds muss ich einfach jetzt wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen und den PvP in ESO wieder neu entdecken, da natürlich mit jedem Update die PvP sich slightly verändert, in dem Fall mit Dragonhold von der Dot-Meter runter, wahrscheinlich in eine spekulativ eher Tanky-Meter. Wie das so ist, habe ich persönlich noch nicht so erfahren. Ich habe jetzt ein paar Battlegrounds gespielt, die ja ziemlich geil waren, aber ich muss da noch ein bisschen mehr analysieren. Updates werden kommen von eventuellen Builds. Ich muss einfach gucken. Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass ich den Magicka-Templar PvP-Build weiterhin durchführen werde. Ich werde eventuell ein Magicka-Dragonite-Build ebenfalls machen. Unter Umständen, und das möchte ich auch sagen, unter Umständen auch ein Magicka Warden PvP-Build, da ich den tatsächlich sehr gerne mal ja, auspacken würde. Wenn ihr sonst noch Ideen habt für PvP-Builds, schreibt sie gerne in die Kommentare, ich kann da gerne mal gucken. Ich habe halt sehr viele verschiedene Builds im PvP schon gehabt. Ein paar Klassen spiele ich aktiv einfach gar nicht, unter anderem Nachtklinge und Zauberer. Nachtklinge ist nochmal was anderes da, da werden die natürlich das all monatliche Gankbild-Video rauskommen. Das heißt, ich werde den Nachtklingen-Gankbild natürlich updaten. Da könnte ich auf jeden Fall drauf freuen. Ist ja eins der Highlights in den verschiedenen Updates bei mir. Dementsprechend wird das weitergeführt. Ja, aber sonst werde ich von Nachtklingen und auch von Zauberern im PvP sehr wenig sehen, da ich diese beiden Klassen eigentlich nahezu gar nicht spiele. Nur so, falls sich jetzt jemand irgendwie im PvP Zork wünscht, wahrscheinlich eher nicht, ja. Ansonsten bin ich für alle Klassen relativ offen. Für die Leute, die sich fragen, warum mag der nicht Nachtklingen oder auch Sorcs. Ich persönlich mag die Nachtklingen nicht, weil ich das Theme nicht so gerne mag. Ja, also ich finde dieses schattenhaften, schurkerhaftige ist einfach nicht so meins. Ist nicht mein Playstyle, deswegen klammere ich die gerne aus. Gankbuilds ist klar, es ist fun, macht einfach teilweise richtig Spaß. Aber ja, spiele ich kaum Nachtklinge im Allgemeinen, deswegen werdet ihr auf dem Kanal auch sehr selten Nachtblink-DPS-Builds sehen, weil ich einfach da wirklich nicht wirklich die Erfahrung habe. Ich könnte natürlich einen machen auf der Wissensbasis, die ich habe, wo ich denke, das könnte funktionieren, aber ob das dann die Creme de la Creme ist, weiß ich natürlich nicht. Das gleiche gilt auch für den Zauberer. Der Zauberer finde ich ist halt die cheape, entschuldige für alle Zauberer im PvP, aber die cheape Version, um schnell mal ein paar Kills zu holen. Du kannst ohne Sets reingehen und dir trotzdem respektiv 10 bis 15 Kills holen, einfach nur weil du einen gnadenlos sehr starken Execute hast. Dementsprechend, ja, mag ich nicht so gern die Klasse. Speziell mit dem Infinite Speedwave zum Wegsuseln. Ich mag die Klasse nicht so. Sagen wir es ehrlich, ich mag sie nicht. Ich finde, die ist für Einsteiger die beste Klasse. Jeder Einsteiger im PvP sollte Zauberer spielen, weil ihr werdet es leichter nicht haben. Hierbei will ich keinem advanceden Zauberer-PvP-Spieler irgendwie auf den Schlips treten. Die sind skillhaft ohne Ende und sind teilweise unkillable und dazu gehört Skill. Gar keine Frage, aber ich finde trotzdem allgemein sind Zauberer sehr cheap in ihrer Spielweise im PvP. Im Vergleich zu gewissen anderen Klassen, die es deutlich schwerer haben. Ich hoffe, damit hat. Wahrscheinlich habe ich damit jetzt einen Shitstorm losgeschmissen, aber wahrscheinlich kriegt das Video eh keine Aufmerksamkeit, dementsprechend ist wurscht. Ja, das einfach nur zu den PvP-Builds. Da ja viele einfach den Channel abonniert haben wegen den PvP-Builds, die werden natürlich kommen. Aber hier brauche ich wirklich noch ein bisschen länger Zeit als bei PvE-Builds, weil die einfach ja Zeit bedarfen und einer gewissen Analyse, wie der PvP derzeit ist. Weil, wenn ich nicht weiß, wer der PvP in Dragonhold ist, dann macht es wenig Sinn, ein PvP zu machen. Egal ob auf PTS oder auf auf Live-Server-Basis. Dementsprechend, ja. Würde ich euch noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich bin weg und ciao, ciao.